Liebe Bürger, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren und Herr Kollege Grötsch, Sie haben ja soeben hier die Katze aus dem Sack gelassen. Sie wollen die AfD politisch vom Verfassungsschutz beobachten lassen. Damit ist klar, Sie wollen den Verfassungsschutz politisch instrumentalisieren, um einen unliebsamen Konkurrenten loszuwerden. Und darum geht es, nur genau darum. Nein. Und das ist aus Ihrer Sicht wahrscheinlich auch notwendig, denn wenn wir auf Ihre aktuelle Umfragezahlen schauen, Sie stehen bei 16%, Ihr sogenanntes Bollwerk, 16% hinter der AfD. Und bei den anderen Regierungsparteien sieht es nicht besser aus. 27% die Union, die CSU in Bayern vor der Wahl bei 34%. Alle Parteien ihrer Zwergenkoalition sind im Eimer und schuld daran ist nicht die böse AfD, schuld ist ihre eigene gemeingefährliche Politik. Chemnitz und der Fall Maaßen sind weitere Belege dafür. Und Sie haben es offensichtlich immer noch nicht verstanden. Sie selbst haben all das zugelassen, was die Bürger heute ängstigt. Sie verweigern uns seit 2015 einen Grenzschutz, der seinen Namen verdient. Sie haben zugelassen, dass wir heute mit immer größeren Parallelgesellschaften, mit Terror und mit Messerangriffen leben müssen. Das ist Ihre Verantwortung. Sie regieren dieses Land in Grund und Boden. In Chemnitz hatten wir einen Toten zu beklagen, umgebracht offensichtlich durch einen Migranten, der illegal in unser Land spaziert ist. Die Messertat von Chemnitz hätte eigentlich ein Weckruf sein müssen. Stattdessen versuchen Sie bis heute, Nebelkerzen zu zünden. Tagelang fiel Ihnen nichts anderes ein, als über angebliche Hetzjagden zu reden. Und das obwohl Generalstaatsanwaltschaft, obwohl Polizei, der Ministerpräsident und eine Regionalzeitung schnell abgewunken hatten. Es gab keine Hetzjagden. Und wie wir durch meine Anfrage an die Regierung erfahren haben, beriefen sich dabei tatsächlich auf tolle Quellen, auf Schilderungen in sozialen Netzwerken und auf das allseits bekannte Video, das nun wirklich maximal eine kurze Verfolgungsszene zeigt, aber jedenfalls keine Hetzjagd. Wo bleibt eigentlich Ihre Entschuldigung bei den Chemnitzern, Frau Merkel? Die ist mehr als überfällig. Und dann kam der Verfassungsschutzchef Maaßen ins Spiel und er dreistete sich, vorsichtig auf die Wahrheit hinzuweisen. Ergebnis, der Mann musste weg. Was für ein unwürdiges Schauspiel. Da wird ein Behördenleiter rasiert, weil er der Kanzlerin widersprochen hat. Ein Mann, der sich um unsere Sicherheit gekümmert hat und von dem Otto Schily, SPD, mal sagte, er wäre einer der besten Beamten gewesen, den er je kennengelernt hätte. Ich finde das Verhalten dieser Koalition zum Fremdschämen. So geht man mit einem verdienten Mann wie Hans-Georg Maaßen nicht um. Und dann wundern Sie sich, dass die Bürger sich von Ihnen mit Grausen abwenden. Mich wundert es nicht. Hat eigentlich irgendjemand über die Folgen nachgedacht? Sie haben damit praktisch einen Maulkorb erlassen. Jeder Spitzenbeamte wird in Zukunft Widerspruch vermeiden, um den Job ja nicht zu verlieren. Zu einer Regierung aber, die sich nur mit Ja-Sagern umgibt, sagen wir Nein. Und mit den aufgebrachten Bürgern, die auf die Straße gehen, machen Sie es ja ähnlich. Statt endlich für die Sicherheit der Bürger zu sorgen, versuchen Sie jeden unterschiedslos in die Ecke zu stellen, der der Merkel-Doktrin vom grenzenlosen Kunterbundland widerspricht. Und Herr Mayer, es ist ja richtig, wir sind uns völlig einig, jede Straftat muss natürlich verfolgt werden. Völlige Einigkeit. Wir distanzieren uns von jeder Gewalt, wir als AfD. Aber Sie haben im Fall Chemnitz alle über einen Kamm geschoren. Ich erinnere an die Demo am Montag. Da waren über 800 Chemnitzer Bürger auf der Straße. Da waren 50, die sich darunter gereiht haben, Extremisten. Aber über 800 friedliche Chemnitzer Bürger haben zu Recht protestiert. Und das können Sie nicht von der Hand weisen. Und das ist es eben, dieses Unterschiedslose, was Sie dort machen. Sie begehen praktisch Hetze beim normalen Bürger. Ich meine, ich kann das ertragen, meine Kollegen hier können das auch ertragen. Aber Sie diffamieren Millionen normaler Menschen, die sich kaum wehren können. Das ist mehr als schäbig und zeigt Ihre mangelnde Demokratiefähigkeit. Mir konnte noch niemand erklären, warum ein Bürger, der einfach keine illegale Massenzuwanderung nach Deutschland will, ein Fremdenfeind sein soll. Das ist ein unzulässiger Schluss, das ist Mumpitz und das wissen Sie auch. Sie höhlen damit Demokratie und Meinungsfreiheit aus. Es traut sich kaum noch jemand, offen seine Meinung zu sagen, weil er Angst davor hat, von Politik und Gesellschaft denunziert zu werden. Sie faseln nur von Toleranz, während Sie gleichzeitig versuchen, jeden Andersdenkenden mit der Nazi-Keule zu erschlagen. Das, meine Damen und Herren, ist der Skandal in dieser hysterischen Republik. Genau das erinnert uns Ossis an unselige DDR-Zeiten. Und damit spalten Sie die Gesellschaft und nicht wir. Solange Sie die Ursachen für die Spaltung unseres Landes nicht erkennen und abstellen, wird sich nichts ändern. Und ich habe bei der Merkel-Regierung wirklich keine Hoffnung mehr, dass da noch irgendeine Erkenntnis reift. Insofern hoffe ich sehr, dass das kürzliche Aufbäumen in der Union nicht verpufft, sondern weitergeht. Vielleicht ja auf den nächsten Krisensitzungen nach der Bayern- und der Hessenwahl. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Das Agieren der Bundesregierung in den Fällen Chemnitz und Maaßen war katastrophal. Es zeigt einmal mehr, dass es die Merkel-Seehofer-Nahles-Truppe nicht kann. Deutschland hat das Gewürge satt. Es wird höchste Zeit für einen Neuanfang. Die AfD steht dafür bereit. Herzlichen Dank. Dankeschön. Nächste Rednerin Susanne Rüttrich für die SPD-Fraktion.